Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ach, ich würde das mit dem Rheindonner nochmal versuchen wollen. Nachdem ich das letzte Mal so grandios gefailt habe dabei. Ey, immer mehr für meine Fail-Compilation, ich beschwere mich nicht. Aber das funktioniert auch nur, wenn ich es sehe. Vom Sunny habe ich da ein paar Teile. Wollte ich gerade sagen, 90% deiner Fail-Compilation besteht doch daraus, dass Sunny irgendeinen Mist gebaut hat. Ja, wenn er dabei war. Wenn er dabei war, habe ich immer irgendwas von dir gehabt. Der Sonderkant kommt mir relativ klein vor. Sehe ich normalerweise größer. Ach stimmt, ich kann die Schüsse ja aufladen. Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Ja, ja, aber es scheint ein kleines Exemplar zu sein. Ja, scheint irgendwie so. Dann natürlich auch dadurch kommen, dass der einfach 90% der Zeit jetzt auf seiner Flosse steht. Habe ich meinen Job erfüllt? Ich habe meinen Job erfüllt. Ich gehe auf die Flossen da oben. Ich hatte okay den Schweif. Mann, ist die Waffe schwach. Habe ich meine Ahnung, was man dem alles brechen kann? Eigentlich kann man den Schweif abtrennen wie über so vielen Monstern. Nee, so, du kannst ihn nur brechen. Du kannst ihn nicht abtrennen. Oh, okay. Ja gut, er steht drauf. Dann macht das Sinn. Ah, okay, mein Energy Drink gilt auch für alle. So, mit Lähmung muss ich jetzt sowieso erstmal ein bisschen warten, bis ich es wieder einsetzen kann. Weißt du, ich stehe schon so weit weg. Danke. Ich hab gedacht, ich könnte ihm noch ausweichen und ich charge direkt in den Schlafstrahl rein. Ich ziehe von ganz weit weg und der hat mich trotzdem noch erwischt. So mit dem spitzen Ende davon. Und wozu er seine Schuppen da abschießt, habe ich bis heute noch nicht begriffen. Klar, das macht ein bisschen Schaden, aber hat das sonst einen Zweck? Ich stehe so weit weg. Wenigstens geht meine Ausdauer dadurch nicht runter. Najaralla hatte das ja noch einen Zweck. Da sind die explodiert, wenn er seinen Schallangriff macht. Aber bei den komischen Schuppen von dem Vieh habe ich bis jetzt keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht bei der Gerang-Version kann er auch sowas ähnliches. Also der Schweif scheint gebrochen zu sein. Ja, der ist hin. Die Perforier-Munition ist hier nicht so gut wie in den anderen Spielen. Warum bin ich tot? Yeet! Was? Ah doch, hat funktioniert. Okay, hat funktioniert. Gut. Ja, das dauert einen kurzen Moment. Ja, ich war kurz auf los. Er hat ihn gerade in so eine Wand reingedonnert, falls ihr euch gefragt habt, was er macht. Ich dachte ja, yeet! Yeet da rein. Genau so ist es. Cool ist, das verpasst ihm auch den Wasserpesteffekt. Seine Körperteile sind weicher. Das ist schön. Lassen sich jetzt einfacher brechen. Brechen oder abschneiden? Oder beides? Beides, soweit ich das. Ich habe noch mal ein bisschen was drauf gesammelt. Das Gute ist, ich mache euch jetzt mehr Schaden. Achtung, Schlafwelle. Ich versuche davor wegzulaufen. Energy Drink. Hat funktioniert, alles gut. Ihr könnt mich auch schlagen zur Abwechslung, um mich wieder wach zu kriegen. Ich wollte den Dämpfen doch nicht ausnehmen. Ja. Ich aber. Achtung, ich Schlafwelle. Will nicht. Ich habe die Schlafwelle gedodged. Ich will uns nicht. Schon. Ich brauche das ja noch für eine andere Waffe. Aber warum ist die Perforier-Munition in diesem Spiel so schrecklich? Die trifft nur maximal dreimal die Elementversion. Die andere kann 10-mal treffen, nur die Elementversion trifft ein paar Mal. Ich gerade eben, weil das die Elementversion ist. Komm, da ist schon eine Lähmungswelle. Oder was ist das? Ja, das war eine Lähmung. Wir heben auf Schrapnell!
Nein! Dreckiges Mistvieh. Ich habe gerade meinen... Wollte gerade meinen Helmspalter machen. Zack! Und einmal reingeliefen. Wow. Also die Waffe ist schrecklich. Ich probiere ja immer wieder neue Kanonen aus. Deswegen kann ich die hier gerade nicht loben. Die ist wirklich schlecht. Einmal die Lebensfrucht ausnutzen. Danke, Sandskatze. Wenn die sich auch mal anständig aktivieren würde. Ich mag meine Katze. Wir haben eine Heal-Katze, eine Support-Katze. Und was war deine Nummer, Kai? Sammelkatze. Sammelkatze, genau. Jetzt muss ich alle wecken! Danke! Zumindest mal. Ich habe meinen Energy-Drink nicht mal benutzt gehabt, weil ich dachte, ey, er macht ja eh schon. Ja, ich muss mich ja wecken. Dann wecke ich direkt alle mit. Eben. Ich versuche ihn gerade zu leben. Wenn er gelähmt ist, will ich Fassbomben setzen. Also sprengt die bitte nicht mit einem Schlag. Würde ich sowieso nicht tun, das tut nur weh. Fassbombe, Fassbombe, Fassbombe. Ich habe auch Fassbomben. Ja, Wummelsammel! Ich bin genau in zwei Personen reingeflogen. Na schön, es steht bei einer zweiten noch. Die ich noch einsetzen konnte. Ich bin dann nach der Explosion wieder an ihn rangedodged und spring genau in eine zweite Explosion rein. Ja, ich wollte deine halt super. Noch mitzünden und wurde von meiner Explosion erwischt. Ich hab's gesehen. Bin ich jetzt endlich weit genug weg? Doch. Ich schieße schon aus der höchsten Entfernung, die ich mit der Knarre schießen kann. Wieso weichen die Monster immer beim letzten Schlag aus, den mir mein Elan gibt? Das denke ich mir auch jedes Mal. Ich habe mittlerweile den Sakura-Hieb gar nicht mehr drauf. Und auch ich benutze den lieber als den anderen. Warum? Ich komme mit dem besser zurecht. Als diesem so, Himmel. Egal was passiert, er sollte mich hier oben nicht treffen mit dem Strahl. Also ich komme mit dem Himmel mittlerweile ganz gut zurecht. Ich bin mit ihm von Anfang an nicht zurechtgekommen und habe dann irgendwann noch, als ich den Sakura-Hieb hatte, bin ich auf den Sakura-Hieb gegangen und bin damit immer gut gelaufen. So, das Vieh können wir ruhig mal töten zur Abwechslung. Wir bauen oder wir machen unseren Zoo weiter auf. Mittlerweile fangen wir ja irgendwie fast jedes Vieh. Ich will Blut sehen, ich will es töten. Schnitt ist immer noch die geilste Munition. Ich treffe dich noch! Ich will immer noch wieder so einen Modus wieder haben wie damals in, ich glaube, For You war das? Also in Generations Ultimate 4? 4 Ultimate. Wo man halt im Wasser war. Nee, das war weit vorher. Ich habe noch eine Kobra gefunden. Teil? Das dürfte Tree gewesen sein. Das war bei Tree. Das kann auch sein. Obwohl bei dem darauf folgenden für die U, da gab's das auch noch. Ja. Das will ich mal wieder haben. So ein Lagiakus oder so unter Wasser bekämpfen. Den werden wir hier, glaube ich, noch treffen. Denke ich auch, aber dann nicht unter Wasser. Also der ist ja schon fast ein Ikon geworden für Monster Hunter. Ja. Bei jedem Monster Hunter müssen Dämonio und Lagiakus dabei sein. Anders geht's nicht. Genau wie kein Monster Hunter ohne den obligatorischen Raptor auskommt. Ja. Und das ist jedes Mal eine neue. Ja. Recycling brauchen wir nicht. Irgendwas von dem noch nicht. Nein. Kaputt. Egal. Ich schieß trotzdem noch weiter drauf.
In meinem ersten Monster Hunter war der neue Raptor, glaube ich, der Diagon. So, Sonderkampf erledigt. Damit habe ich wir unsere heutige Mission erfüllt. Wenn es gefallen hat, Abo und Like da lassen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.